Das Regio TV Plus ist für euch unterwegs in Sachen Glas Wässerli. Hä? Ja, ein Glas Wässerli ist wahrscheinlich ein der besten Schnaps, vor allem dann, wenn er hier aus der Region kommt. Und wir haben einen von den ausgesprochen guten Schnapsbrenner hier. Es ist der Rüdi Zeltner. Und er ist langsam in die Jahre gekommen, hat einen Nachfolger gesucht. Und bei mir steht der Stefan. Stefan, erzähl mal, wie ist da kurz ein Ablauf, die Geschichte im Voraus gewesen? Warum bist du jetzt da? Also die Ablaufgeschichte ist sehr lang, darum mache ich es jetzt relativ kurz. Also ich habe Mitte Sommer letztes Jahr mitbekommen, dass der Rudi Zeltner einen Nachfolger sucht, und dann habe ich mein Beziehungsflecht ein bisschen wirken lassen und habe dann innerhalb von kürzester Zeit 22 Leute zusammentrommeln können, die 200'000 Franken in eine Aktiengesellschaft eingebracht haben mit dem Ziel, die Brennerei der Nachwelt zu erhalten. Und das ist darum wichtig, weil die Brennerei Zeltner die einzige Brennerei ist im Schwarzbubenland, und da gibt es immens viele Gärten, und die Leute sind Gott froh, wenn sie ihren Obst irgendwo noch in können bringen zum Brennen und nachher ihr Wässerli haben. Jetzt kennt man dich eigentlich eher als ausgesprochener Bierliebhaber. Was hat dich denn jetzt auf das gebracht? Ist das ein Geschäftssinn, der war, oder suchst du ein Stückchen Tradition zum Erhalten? Ich denke, es geht um Tradition. Es geht ums Handwerk, es geht um KMU, es geht darum, dass man etwas, das fast 100 Jahre lang bestanden hat, die Nachwelt erhalten kann. Der Rudi ist jetzt mittlerweile 95 Jahre alt und er mag nicht mehr so recht. Er ist zwar immer noch sehr aktiv, hilft uns beim Einfeiern von unserem neuen Brenner, aber es ist absehbar, dass er irgendwann einmal nicht mehr da sein wird. Wie geht es denn jetzt weiter mit den Aktien? Du hast gesagt, wir haben einmal das Grundkapital eigentlich geholt, aber jetzt kann sich die Bevölkerung eigentlich daran beteiligen? Das ist ja so. Also wir haben das Geld vorgeschossen, das sind 200'000 Franken. Und jetzt geht es darum, dass wir die Aktien zurückkaufen als Gesellschaft von den einzelnen Aktionären. Und die haben wir jetzt breit streuen in der Bevölkerung. Ein kleines Beispiel: bei der Brauerei Unserbier haben wir jetzt mittlerweile 9'300 Aktionäre, die dieser Brauerei die Stange halten. Und wir möchten, dass in ähnlicher Form das auch bei dieser Brennerei passiert. Jetzt Stefan, wie kommt man denn überhaupt zu so Aktien? Ich will auch eine. Das ist doch wunderbar. Du kannst nachher gerade das Zeichnungsschein ausfüllen. Übrigens online. Es heisst zeltnerdestillerie.ch und dort kann man die Aktie online zeichnen. Eine Aktie kostet 250 Franken. Was es dafür gibt, weiss ich noch nicht. Das werden wir sehen. Wir werden sicher einmal im Jahr eine Generalversammlung haben und da werden wir schauen, dass die Leute dann etwas haben davon. Aber es gibt sicher auch das Bewusstsein und das Wissen, dass man mit dieser Aktie die Brennerei der Nachwelt erhalten. Und jetzt haben wir hier natürlich noch den Antonio. Er ist der neue angehende Brenner. Antonio, interessiert mich jetzt. Ich denke, da kommt so ein bisschen auch ein älterer Herr daher. Woher hast jetzt du das Flair mitgebracht, dass du sagst, doch in meinem Alter Schnaps brennen, das ist eine Erfüllung? Ich bin halb Italiener und somit ist man natürlich auch sehr schnell von der Familie her am Likör machen, und das mache ich auch seit über 10 Jahren. Und dann denke ich, seit ein paar Jahren, eigentlich ist dann so die automatische Weiterentwicklung, dass man dann halt mal irgendwie Schnaps macht, irgendwie etwas Eigenes, oder? Weil das macht man alles, Likör macht man alles mit gekauftem Alkohol. Und damit man wirklich ein eigenes Produkt hat, ist das der logische Schritt vorwärts. Und ja, man kann hier mit Naturprodukten arbeiten. Es ist ein Handwerk, das mich extrem fasziniert. Und mit einem guten Mentor verspricht das, eine sehr gute Sache zu werden. Habe ich jetzt gerade fragen, wie lernt man denn das Metier? Ich nehme nicht an, dass man hier in die Schule geht und einfach Bücher wälzt. Du hast jetzt gerade den Mentor angesprochen. Es ist auch ein bisschen wichtig, dass man das Geheimnis vom Meister mitkriegt, oder? Sehr richtig, ja. Also es gibt offiziell gar keine Ausbildung zum Brenner. Es gibt ein paar Kurs, aber das meiste ist eigentlich zuschauen bei grossen Brennern, bei guten Brennern. Und ja, von denen so viel mitnehmen, wie es nur geht. Gut, dann wollen wir doch schauen, ob wir den Rüdi auch mitnehmen können. Komm mal, Rüdi, zu mir. Er steht hier ganz auf der Seite. Los jetzt, Rüdi. Was geht jetzt in dir vor, wenn du die Brennerei anschaust, wenn du hier Antonio siehst? Siehst du etwas für die Zukunft? Geht es weiter? Ja, ich sehe etwas für die Zukunft, aber für mich ist etwas anderes. Für mich ist es sehr schwer, Abschied zu nehmen von etwas, das ich aufbauen habe. Manchmal habe ich fast Heimweh, wenn ich in die Brennerei hineinschaue und das wieder anschaue. Und ich hoffe nur eins, dass es so weitergeht, und ich wünsche meinem Nachfolger viel Erfolg und dass die Gedanken, die er hat mit der Brennerei, eigentlich verwertet werden. Gut, und das sind Worte vom Rüdi zur Zukunft von der Schnapsbrennerei Zeltner.